Und damit hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Nils und ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal seid. Und wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr natürlich von weg gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und vielleicht meinen Kanal abonnieren, wie man das halt so macht, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses Setup. Es ist zwar hübscher als meine sonstigen Setups, aber ich sitze halt gerade einfach nur vor meiner Tür. Hab diese Pflanzen hier provisorisch hingestellt, weil sonst wäre hier nichts gewesen. Und hier oben, das ist eine Katastrophe. Ich habe allerdings hier keinen anderen Platz zum Filmen, denn ich bin gerade zu Hause. Jedenfalls, man kann schon hier sehen, worum es heute in dem Video gehen soll. Ich hatte mal wieder eine Buchkaufphase. Und deshalb habe ich sehr, sehr viele Bücher gekauft, die ich nicht alle anheben kann. Sonst fallen sie um. Ja, fällt gerade auf. Es fehlt noch eins. Deshalb hole ich das jetzt schnell. Und ja, ich bin auf BookTok gelandet und bin auch gerade allgemein wieder in einem Lesemut. Also ich liebe ja Lesen, das ist ja eins meiner Hobbys. Aber ich hatte die letzten Monate nicht so viel Zeit dafür. Und jetzt bin ich gerade am Binge-Readen wieder mal und am Binge-Buch kaufen. Ich kaufe ein Buch nach dem anderen und das ist eigentlich nicht gut für mich oder mein Bankkonto. Aber das ist mir egal. Jedenfalls haben sich hier einige Bücher angesammelt und ich dachte mir, mache ich einen kleinen Book-Haul. Ich habe hier ungefähr 20 Bücher, die ich euch zeigen kann und das werde ich jetzt auch tun. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann zu einigen Büchern nicht viel sagen, weil ich sie noch nicht gelesen habe und daher nicht weiß, um was es geht. Aber ja, ich werde das jetzt einfach trotzdem machen. Jedenfalls würde ich sagen, ich höre jetzt auf zu reden, weil ich rede schon wieder viel zu lang. Und fange jetzt einfach mal an, euch die Bücher zu zeigen. Und würde direkt mal mit diesem Buch hier anfangen. Zuerst habe ich mir geholt Anna and the French Kiss. Das ist auch gerade mein Currently Reading. Also mein Buch, was ich gerade lese. Das habe ich gestern angefangen. Und dabei geht es um Anna, die eigentlich ein richtig gutes Leben in Atlanta hat, aber dann von ihrem Vater, der neuerdings reich ist, nach Paris geschickt wird. Was ihr nicht so gefällt, sie findet das relativ blöd, weil sie eben ein tolles Leben hat in Atlanta, ihre Freunde sind dort und jetzt wird sie von ihrem Vater dort auf ein Internat geschickt. Aber dort lernt sie dann den unglaublich attraktiven Etienne kennen. Ich weiß nicht, ob ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin nicht gut, was Namen angeht. Und obwohl eigentlich sie einen Freund hat und er einen Freund hat, merkt sie, dass sich da so eine Bindung aufbaut. Und ja, mehr weiß ich leider auch noch nicht, weil ich erst auf Seite 85 bin. Als nächstes habe ich dann hier für euch Cinder und Ella und gleich noch den zweiten Band dazu, Cinder und Ella 2. Das ist ein Cinderella-Retelling, also es steckt im Namen Cinderella. Und hierbei geht es um Ella, die einen schweren Unfall hatte und dadurch sehr viele Narben und Verbrennungen am Körper hat. Ihre Mutter ist bei dem Unfall ums Leben gekommen und deshalb muss sie zu ihrem Vater nach Los Angeles ziehen, was ihr Leben ziemlich auf den Kopf stellt. Dadurch, dass sie umziehen musste, hat sie viele ihrer Freunde verloren. Aber beschließt nach langer Zeit dann endlich ihrem Internetfreund Cinder zu schreiben, der, was sie nicht weiß, ein Weltstar ist. Und ja, wir verfolgen quasi die Geschichte, wie sie sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfindet und wie sie die Bindung zu Cinder aufbaut. Und wir verfolgen auch Cinder und wie sein Leben sich entwickelt. Und es ist ein richtig gutes Buch. Das habe ich schon gelesen, den ersten Teil zumindest. Und das mochte ich sehr, sehr gern. Und ist was Leichtes für den Sommer, für zwischendurch. Finde ich richtig süß, war richtig, richtig gut. Das nächste Buch ist Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Das heißt im englischen Original, glaube ich, It Ends With Us. Und ich habe das schon gelesen und ich markiere mir immer Stellen in den Büchern. Ja, weil mir das sehr viel Spaß macht. Also das habe ich jetzt erst angefangen. Bei Cinder und Ella habe ich das zum Beispiel nicht gemacht. Und hier habe ich es irgendwie vergessen bisher.
egal. Das Buch war richtig, richtig gut, das habe ich schon gelesen. Es wird ein bisschen zu sehr gehypt, meiner Meinung nach, auf BookTok. In dem Buch verfolgen wir Lilly und Lilly ist nach Boston gezogen. Sie kommt aus relativ schwierigen Familienverhältnissen, da ihr Vater gewalttätig gegenüber ihrer Mutter war. Und der ist dann allerdings gestorben. Und am Tag ihrer Beerdigung trifft Lilly dann in Boston auf den unglaublich attraktiven Ryle oder Riley, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Namen sind nicht meine Stärke. Und ja, sie verliebt sich relativ schnell in ihn. Aber dann kommt alles ein bisschen anders als gedacht und sie steht vor ziemlich schwierigen Entscheidungen und ja, war richtig gut, hat mich emotional mitgenommen. Ja, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ist wirklich ein gutes Buch. Das nächste Buch, was ich habe, ist Date Me Bryson Keller. Das habe ich schon gelesen, wie gesagt. Dann habe ich auch annotiert so ein bisschen, also so ein paar Stellen markiert. Und ja, an sich mochte ich das Buch sehr gern. Hier geht es um Kai. In dem Buch geht es um Kai. Und Kai ist schwul. Und Bryson Keller ist der ultimative Playboy an dieser Schule und hat eine Wette am Laufen. Jede Woche die Person, die ihn zuerst fragt, eine Woche lang daten muss. Und eines Montags fragt dann unser Protagonist Kai, ob er ihn daten würde. Denn er hat ja nicht spezifiziert, dass es sich hier nur um Mädels handelt. Und relativ schnell wird klar, dass Bryson und Kai doch besser zusammenpassen, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Das nächste Buch, was ich hier habe, ist der fünfte Band der Die Abenteuer des Apollo-Reihe. Aus der Reihe habe ich erst ein Band gelesen, aber jetzt habe ich alle Bände hier und jetzt kann ich das theoretisch alles lesen. Aber ich habe eigentlich geplant, einen Percy Jackson Reread zu machen und dann quasi nochmal alle Bücher zu lesen und dann zum Schluss eben Die Abenteuer des Apollos zu lesen, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wie hier was mit wem zusammenhängt und ich gern nochmal die Percy Jackson-Reihe lesen würde. Und ich glaube, das werde ich auch tun, bevor ich zu diesem Schätzchen bzw. zu dieser Reihe greife. Und dann haben wir hier ein weiteres englisches Buch und zwar Cemetery Boys. Das Cover ist einfach so, so schön. Und ich zeige euch mal kurz, wie das unter dem Schutzumschlag aussieht. Hallo? Was? Das ist so, so schön. Ich liebe das sehr. Und ich freue mich da sehr drauf. Allerdings werde ich das wahrscheinlich erst im Herbst lesen, weil mir das große Herbst-Vibes gibt. In diesem Buch geht es um Yadriel. Ich weiß es leider nicht, es ist wahrscheinlich ein mexikanisch-lateinamerikanischer Name. Es tut mir leid, den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Und seine Familie, wie gesagt, das ist eine lateinamerikanische Familie und die haben relativ viel Probleme damit zu akzeptieren, welchem Gender er sich zugehörig fühlt. Und um seiner Familie zu beweisen, wer er ist, macht er dann mit seinem Cousin und seinem besten Freund ein Ritual, um einen Geist heraufzubeschwören. Allerdings klappt das nicht so ganz und er ruft den falschen Geist herauf. Und dann gerät einiges außer Kontrolle und ja, der Geist will irgendwie Rache und wer weiß, wer weiß. Als nächstes haben wir dann tatsächlich ein bisschen so einen historischen Roman. Also es ist nicht so richtig historisch, aber es geht in diesem Buch um Lily Hu und die trifft eines Abends auf Kathleen Miller unter dem leuchtenden Neon-Schild des Telegraph Clubs. Allerdings ist dieser Club eine Lesbenbar. Und das Buch spielt außerdem in Amerika 1954 und das ist nicht gerade der Ort, an dem zwei Mädchen sich verlieben sollten und vor allem nicht in Chinatown. Und es geht hier eben um die Geschichte der beiden, wie sie gegen dieses Konservative ankämpfen und was sie riskieren, damit sie zusammen sein können. Und das klingt einfach so, so schön und so, so süß. Und das Cover, ne, das ist halt auch einfach verdammt schön.
Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr, 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 sehr drauf. Das wird, glaube ich, ein sehr gutes Buch. Dann haben wir hier ein Buch, was auch im Deutschen relativ gehypt wird. Ich glaube, das heißt im Deutschen Game of Gold oder so. Jedenfalls ist die Rede von Serpent and Dove. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es in dem Buch geht. Ich weiß nur, dass ich es tausendmal gesehen habe auf BookTube und BookTok und überall. Ich weiß, was hier hinten drauf steht. Und da steht, dass es um eine Hexe geht und einen Hexenhunter. Und ich denke mal, die verlieben sich und ich denke, da gibt es viel Drama und ich kann mir nur vorstellen, dass es gut wird. Deshalb habe ich es geholt. Als nächstes haben wir ein Buch, das war ein reiner Coverkauf. Also wirklich, das werden viele jetzt wahrscheinlich nicht mal unbedingt hübsch finden, aber ich liebe es so sehr. Ja, und die Rede ist von Six Crimson Cranes. Ich liebe dieses Cover, ich liebe es. Und wenn man unter den Schutzumschlag guckt, ist es einfach noch schöner. Also, es ist sehr minimalistisch, aber erstmal finde ich das schon wieder so, so schön. Und dann ist hier vorne drauf, das sieht man halt gar nicht, ne? Wie mache ich das denn jetzt, dass man das sieht? Hier so sieht man es ein bisschen, da ist quasi so ein Kranich eingestanzt. Ich liebe sowas einfach unglaublich doll. Und das ist, glaube ich, ein... Und ich weiß nur, dass es hier um eine Prinzessin geht, die irgendwie verbotene Magie ausübt und bei einer Zeremonie hat sie ihre Kontrolle verloren und dann kommt das plötzlich raus und ich glaube, sie wird dann ins Exil geschickt. Und ja, mehr weiß ich leider wirklich nicht. Ich habe das auf BookTok gesehen einmal, fand das Cover wunderschön. Da gibt es noch eine andere Version, die wollte ich eigentlich lieber, aber die gab es nicht. Und dann habe ich nur die gefunden und die fand ich aber auch wunderschön. Und deshalb habe ich die genommen, weil, ja, ich fand die auch schön und das wird schon gut sein. Für das nächste Buch springen wir dann von Asien nach Griechenland, um genau zu sein, in die griechische Antike. Denn wir haben hier das Buch Ariadne, was einfach eines der schönsten Cover hat, was ich je gesehen habe. Ich liebe dieses Cover einfach so sehr. Und ich habe nicht so eine richtige Ahnung, um was es geht, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass ich diesen Buchrücken wunderschön finde. Ich denke mal, hier wird so ein bisschen um die Prinzessin von Kreta gehen, weil Ariadne halt. Und genau. Ich denke, hier wird so ein bisschen um die Sagen um Ariadne gehen, um die Legenden und Sagen und... Genau, griechische Mythologie finde ich ja sowieso toll. Ich mochte ja Kirke total gern und Percy Jackson ist ja sowieso meins und alles, was mit Griechisch zu tun hat, ist ja total mein Jam. Ich denke, es wird toll. Ich denke, es wird einfach toll. Das nächste ist dann wieder ein Fantasy-Buch. Und das ist These Violent Delights. Das Cover, bitte, wie schön ist das? Ich weiß nicht mehr, wie es drunter aussah. Ah, doch, ja. Auch wieder wunderschön, ne? Es ist einfach so ein Schwert mit einer Rose und... Und ich glaube, hier ging es um zwei Gangkriege. Hier ging es um zwei Gangs, die sich bekriegen in Asien, glaube ich. Doch dann reißen sich die Gang-Leader, Leiter, plötzlich die Kehle aus dem Hals. Und das ist dann irgendwie so ein Virus, das machen dann plötzlich mehrere. Klang super, habe ich auf BookTok BookTube gesehen. Ich bin mehr als gespannt. Allerdings wird das wahrscheinlich auch ein Buch, was ich erst im Herbst lesen werde, weil das klingt einfach so herbstlich und ja. Das nächste Buch habe ich mir auch für den Herbst gekauft, also wirklich nur für den Herbst. Und das ist House of Hollows. Und da geht es um drei Schwestern, die wohl irgendwie sehr, sehr dunkel und düster sind. Und um die herum passieren immer gefährliche Sachen. Und die drei sind wohl als Kinder mal für einen Monat verschwunden und waren dann plötzlich wieder da. Konnten sich aber nichts erinnern, was da passiert ist. Und ein paar Jahre später passiert das wohl nochmal. Aber da verschwindet nur eine der drei Schwestern, die älteste. Und die anderen beiden wollen dann herausfinden, was es damit auf sich hat und was damals passiert ist. Und es geht auch um Übernatürliches und
Es klingt so düster und gut und alles, was ich liebe. Ich hoffe, es ist so ein bisschen paranormal, ein bisschen ghosty, ein bisschen gruselig. Es ist ein kurzes Buch, was mich ein bisschen nervt. Das hat, glaube ich, gerade so 300 Seiten. Ja, das heißt, es kann so ein kurzes, knackiges Buch sein, was hoffentlich trotzdem durch Mark und Knochen geht. Das nächste Buch, was ich hier habe, ist dann Girl in Pieces. Und dabei geht es um Charlotte Davis, die in Stücken liegt. Und sie hat mit 17 Jahren schon sehr, sehr, sehr viel verloren. Sie hat ihren Vater verloren und ihren besten Freund, ihre beste Freundin. Und mit ihrer Mutter kann sie auch nicht wirklich umgehen. Und ja, ich denke, das wird eine sehr, sehr herzzerreißende Geschichte, die wahrscheinlich auch ein bisschen krasser wird. Wenn ich diese drei Striche sehe, denke ich, dass hier Selbstverletzung ein großes Thema sein wird. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke, das wird sehr, sehr emotional. Und ich bin gespannt. Das nächste Buch ist wieder ein englisches. Also ich habe hier fast nur englische Bücher, muss ich sagen, weil ich irgendwie zurzeit wieder auf so einem Englisch-Trip bin. Aber ja. Das Buch, was ich jetzt hier habe, heißt Yolk. Und dabei geht es um zwei Schwestern, die wohl unterschiedlicher nicht sein können und die sich auch gegenseitig gar nicht wirklich mögen. Es geht hier um June und Jane. Und die beiden sind wohl wirklich, wie gesagt, sehr unterschiedlich und waren früher wohl sehr, sehr eng miteinander, aber dann haben sie sich verändert und sind so ein bisschen auseinandergewachsen. Und doch eines Tages bekommt June dann Krebs und Jane ist wohl die Einzige, die sie retten kann. Und dafür müssen die beiden wieder sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, es klingt, als wäre das eine tragische Geschichte. Es klingt, als wäre das eine traurige Geschichte. Es klingt, als wäre das eine zuckersüße Geschichte. Und ich denke, es wird bittersüß. Und ich freue mich unglaublich darauf. Das wird, ja, darauf freue ich mich mit am meisten, muss ich sagen. Weil, ja, ich freue mich einfach. Jetzt habe ich tatsächlich mal ein deutsches Buch. Also zumindest eine deutsche Ausgabe von einem Buch. Und das habe ich tatsächlich nur wegen der Ausgabe gekauft. Ich will das aber auch lesen, also so ist nicht. Und hierbei ist die Rede von Stolz und Vorurteil. Das Buch ist ja wohl mal einfach nur das Schönste überhaupt. Also selbst wenn man es nicht liest, kann man sich das halt auch einfach irgendwie auf den Nachtschrank legen und dann sieht das einfach schön aus und ich liebe es einfach, ich liebe es so sehr. Oh, ich rede jetzt hier schon 30 Minuten über Bücher und langsam, ne, mein Hals, der tötet mich langsam. Wir haben es aber auch bald geschafft, also es ist jetzt nicht so, als würde das noch ewig gehen. Hier sind noch 4 Bücher und ja, das schaffen wir jetzt auch noch, ne? Das nächste Buch, was ich habe, auf das freue ich mich ja so sehr, das ist The Hannah Ward. Dabei geht es auch um zwei Frauen, die sich eben ineinander verlieben. Genauer gesagt geht es hier um Nishat und Flavia. Nishat und ihre Familie sind mit dem Islam aufgewachsen und glauben eben sehr fest daran. Und ihre Eltern sagen eben, dass sie alles sein kann, was sie will, außer sie selbst, weil sie eben lesbisch ist. Und ihre Eltern unterstützen das überhaupt nicht. Und darüber ist sie natürlich sehr, sehr mitgenommen. Und dann trifft sie allerdings auf Flavia. Und Flavia ist wundervoll, charismatisch und einfach wunderschön. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Buch irgendwie, weil das klingt so, so süß. Und ich liebe Nishat jetzt schon so sehr. Und ich hoffe einfach, dass es ein gutes Buch wird. Und ich hoffe einfach, dass es für die beiden gut ausgeht. Und ich bin einfach so, so, so gespannt. Ja, das nächste Buch ist tatsächlich auch ein LGBTQIA+-Buch und hat auch mal wieder Repräsentation, was mich so, so, so glücklich macht. Und zwar ist die Rede von Felix Ever After. In diesem Buch geht es um Felix und Felix ist der Meinung, dass er, um ein Happy Ever After zu bekommen, ein paar Minderheitsgruppen zu viel angehört, denn er ist schwarz, queer und ein Transgender. Allerdings fängt dann irgendwann an, ein anonymer
Schüler, ihm transphobe Nachrichten zu schreiben, indem er ihn sehr, sehr schlecht redet und dann fängt er auch an, Bilder von ihm zu posten, wie er vor seiner Transition aussah. Felix überlegt dann, wie er Rache nehmen kann, hätte allerdings nicht gerechnet, dass er dann in einem Liebesdreieck endet. Und es klingt einfach so, so gut. Ich habe auch schon viel über das Buch gehört, eigentlich nur Gutes. Und ich freue mich mega darauf. Und jetzt haben wir auch nur noch zwei Bücher tatsächlich. Hier haben wir einmal Wenn Donner und Licht sich berühren. Dieses Buch ist von Brittany C. Cherry. Die ist bei der deutschen Buch-Community eigentlich relativ bekannt. Ist aber eine amerikanische Autorin. Und ich glaube, dass das aus der Sicht eines Mannes geschrieben wird. Oder aus mehreren Sichten, weil der Klappentext einfach so klingt, als wäre es aus der Sicht eines Mannes. Mal sehen. Bin gespannt. Ich lasse mich drauf ein. Und dann habe ich noch das hässlichste Cover überhaupt, Wie die Erde um die Sonne. Die Bücher, diese Elemente-Reihe wurde dermaßen gehypt auf Bookstagram vor ein paar Jahren. Und ja, ich lese die so nach und nach. Das ist der letzte Band in der Reihe. Und ich bin froh, dass wir dann von diesen Covern zu solchen Covern gehen, weil das ist absolut hässlich, ohne Witz. Wer dachte sich, dass das eine gute Idee ist? Niemand. Das ist keine gute Idee. Scheinbar geht es hier um Graham und eben noch jemanden. Und die treffen sich und Liebesgeschichte. Brittany C. Cherry schreibt absolut traurige Liebesgeschichten, die einem immer das Herz teilweise, also die einem teilweise wirklich das Herz brechen. Aber ich liebe es einfach, ich lebe dafür. Das ist jetzt mein fünftes Buch, was ich von ihr lese, was eigentlich schon viel ist für mich. Also ich lese nicht immer ich lese eigentlich nie so nach Autor. Aber bei ihr mache ich das sehr gerne. Ich freue mich auch immer, dass sie so viele Bücher liest. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Freue mich sehr darauf. Und ich denke, das wird ein sehr, 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 sehr spannendes Buch, wie immer bei der guten Frau. Und das war dann tatsächlich auch schon das letzte Buch für heute. Reicht dann, glaube ich, auch einfach, ne? Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst, wie gesagt, gerne Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Das würde mich wirklich freuen und wirklich unterstützen. Das war ja eher so ein anderes Video. Normalerweise rede ich ja nicht so viel über Bücher. Normalerweise kommen ja auf meinem Kanal eher Vlogs und sowas. Aber ich fand das eigentlich ganz passend, weil ich eben, wie gesagt, sehr, sehr gern lese, auch relativ viel eigentlich lese. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht in einem meiner nächsten Videos sehen. Und dann, ja, bis dahin. Tschüss.